Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Gears of War 4. Und heute gibt es ein kleines Update, denn das April-Update ist da. Mal gucken, ob uns auch die Information gegeben wird. Gegeben wird, oh mein Gott. Es ist früh am Morgen, Leute. Entschuldigt mich. So, und da sehen wir es auch schon. Ja, es gibt irgendwas mit dem Carnegie-Kopf oder was? So, Major Tuning Update, okay. Also hier wahrscheinlich nochmal die Waffen. Jo. Was haben wir noch? Ja, okay, das E-Sport. Und natürlich wie immer zwei neue Maps. Einmal Hotel und einmal Zellenblock. Ja, klingt doch ganz annehmbar. Ich bin gespannt, ob wir vielleicht eine von den neuen Maps auch direkt spielen. Dann mal gucken. Eigentlich müssten wir doch ein Paket bekommen, oder? Zum April. Ist das nicht so? Krieg ich da nicht was geschenkt? Nee? Gar nicht? Nee? Null? Nein? Nee? Gut, dann halt nicht. Tja, wer braucht das schon? Wer braucht das schon? Ich nicht. Ich kann's bestimmt nicht. So, dann würde ich sagen, machen wir gleich Versus und, Kopfgeld verwalten? Achso, ja, okay, das waren die Karten drin, okay. Machen direkt ein schnelles Spiel. Ich denke mal, das wird schon irgendwie passen. Und dann geht's auch wieder relativ fix heute. Los. Ja, ich suche ja schon. Genau. Alles gut, alles gut. Ich bin heute leicht verwirrt, leicht verplant. So. Opa. Und dann gucken wir mal. Ansonsten habt ihr gesehen, dass ich jetzt gerade noch ein bisschen Ruhe auf dem Channel. Ich habe gerade ein bisschen so viel um die Ohren und auch mit Kindchen und so und alles, was man so privat so um die Ohren haben könnte. Darum jetzt erstmal ein bisschen Gears und dann versuche ich mal nebenbei wieder noch ein bisschen Forza so irgendwie mit reinzubringen. Ansonsten ist natürlich Besserung in Sicht, kommen bald die Spielchen, auf die ich warte. Und dann hoffe ich, dass das euch auch gefällt. So oder so. So oder so, ich werde spielen. Sagen wir es mal so. So, Karte wird geladen. Na, das wäre natürlich schön, wenn wir jetzt direkt irgendwann eine neue Karte hätten. Ich denke mal jetzt direkt am Anfang vielleicht nicht. Jetzt brauchen wir bestimmt wieder irgendwo so ein offenes Match reinknallen. Aber vielleicht auch noch. König des Hügels, auf zurückerlangen. Fangen wir mit dem Modus an. Und ich glaube, die Map war, da waren wir gar nicht so. Ich glaube, die war ganz okay gewesen. Ich möchte hier niemanden zugucken. Dankeschön. Wieder so verschwommen am Anfang. Wie beim letzten Mal. Also nicht wundern jetzt. Braucht mal eine Weile, bis das sich dann wieder einschärft. Ich schalte hier einfach mal ein bisschen dazwischen. Jetzt ist es scharf. Gut. Jetzt ist es scharf. Oh Gott. In welchem Team sind wir? Bitte nicht blau, bitte nicht blau, bitte nicht blau. Doch, ich bin blau, ne? Ne, ich sehe noch gar nicht, in welchem Team ich bin, ne? Bei Zora. Ich kann da Zora zugucken. Scheiße, wir sind blau, ne? Na super. Wie schön, dass wir gleich verloren haben. Ach, herrlich. Na gut. So ist das halt, wenn man eine offene Runde kommt. Aber wir müssen das mal so sehen. Die Runde ist gleich vorbei. Haben wir es hinter uns gebracht. Da kriegen wir noch zwei, drei Pünktchen. Wahnsinn. So. Dann können wir jetzt wesentlich frei mitwählen. Ist doch schön. Ist doch ganz in Ordnung. Und ich musste mich vielleicht nicht rumärgern um das Team. Alles in Ordnung. Alles gut. Alles gut. Ansonsten schauen wir mal, ob einer der neuen Maps vom April dabei ist. Ich schau mal, Aufzug-Dinner. Leider nicht. So, König des Hügels und Beschützer. Da lieber würde ich sagen König des Hügels, aber die Leute wählen da oben eher Beschützer, ne? Ich würde gern... nee, es wird Beschützer werden. Verdammte Axt. Ich bin ja nicht so der Beschützerspielmodus-Fan. Um das mal so zu sagen. So, na gut, nehmen wir jetzt irgendeine Karte rein. Ach hier, die kann ich eigentlich. Beschützerpunktzahl, ja. Kann ja direkt drinnen bleiben. Alles gut. Sehr gut. Und dann wollen wir mal hoffen, dass das klappt. Und natürlich wie immer an die Live-Zuschauer, Dankeschön fürs Reinschalten. Für die YouTuber wie immer schön. Danke für eure Like, Abos und Käsekuchen. Und natürlich eure netten und lieben Kommentare. Na toll, ich bin genau in dem Team wieder drin, ne? Was gerade so extrem abgelost hat. Ich hoffe, die sind in dem Modus jetzt besser. So,
So, ich bin schon mal nicht der, der beschützt werden muss. Das ist schon mal ganz gut an sich. Die Map habe ich, glaube ich, noch nie gezockt, oder? Sieht ziemlich nice aus. Guck mal. Okay, ich sollte jetzt vielleicht nicht so lange rumstehen und mir das angucken. Der lustig. Ja, Dinner Map habe ich lange echt noch nie gespielt gehabt. Das ist natürlich jetzt für mich schwierig, erstmal zu wissen, von wo jetzt die Gegner kommen könnten. Auf jeden Fall erstmal hier markieren für die Leute. Oh oh, ich höre schon. Da hinten ist jemand. Da hinten sind beide. So, der ist auf jeden Fall Matsch. Gut. So ein bisschen in Richtung Beschützer vielleicht ein bisschen bleiben. Zu dem Beschützten bleiben. So. So macht es mehr Sinn. So, ansonsten denkt dran, die Streaming-Qualität, falls sie noch nicht schon am Anfang da ist, die pegelt sich bei mir mal erst nach so ein paar Minütchen ein. Also da bitte nicht wundern. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, wie es ist. So, ich bleib mal noch beim bei den Typen. Aber eigentlich nicht. Moment mal, es ist ja nur noch einer. Bei denen derjenige ist schon tot. Ach, guck. Ja, gut. Erste Runde lief ja ganz gut. Ja, wir haben ein paar Pünktchen gemacht. Die... Ja, was? Schuss? Ich habe aber ein paar mehr Punkte gemacht, oder? Na, egal. Und weiter geht's. Na, wo ist hier die beste Stelle zum Durchkommen? Und wo nicht? Ich laufe mal jetzt hier lang. Vielleicht drängen die sich da drüben weg. Verdammt, die brauchen die Hilfe da drüben. Ich komme nicht drüber über das Auto. Schade. Ja, ja. Geh mal ein bisschen weg aus dem Ziel dahin. Arschkrampe. Komm, ich hab ne Geisel. Ach, scheiß drauf. Hat er? Ja, hat er. War auch ein bisschen komisch, der Typ irgendwie. War? Wo ziehe ich denn hin? Mal kurz meinen. Genau, dankeschön für die nette Hilfe. Oh, da war noch jemand. Gut, den hätte ich nämlich nicht gesehen. So. Aber der Typ von denen ist immer noch am Leben. Also der muss sich wohl, glaube ich, irgendwo am Start festgesetzt haben. Warte mal. Du nicht. Was mache ich denn hier überhaupt? Gehört der überhaupt zu mir? Ja, alles gut. Mann, 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 ich hasse diese Roboteranzüge, ne? So, der ist aber jetzt weg. Ich verwechsel immer die Roboteranzüge so ein bisschen aus der Entfernung mit den menschlichen Giersoldaten. Klingt vielleicht bescheuert, aber vielleicht kennt der eine oder andere. Ich finde das manchmal so verwirrend. Kommen wir beide zusammen, das schafft er nicht. Wo ist er denn hin? Verdammt. Mann, schon wieder. Geh weg. Irritier mich nicht. So, beide leben noch, die beschützt werden müssen. Das ist eine extrem lange Runde. Ah, da komme ich nie ran. Schade. Runter von mir. Oh, ach komm, kill man. Ich hab keinen Bock jetzt mit der Geisel rumzurennen. Nein! Ich wollte ihn gerade rüberziehen. Ach, verdammte Axt. Hat er sich noch bewegt? Ärgerlich. Halt, der gehört zu uns. Gut, alles gut. Ich dachte nur, weil ich da drüben draufgegangen bin, dass du derjenige bist. Bleib mal jetzt locker. Oh, jetzt hat's gepatscht. Jetzt ist er tot da drüben. Jetzt, komm mal. So.
dran stecken, ja? Halt. Der nicht. So. Mann. Ach, ein großer Gott. Wo ist er denn? Blöde Kuh. So, letzter Kill war meiner. Huch. Mein Gott, da war ja nochmal ganz schön. Ganz schön Spannung jetzt drinnen. Bisschen Adrenalin. So. Immer noch auf dem vorletzten. Obwohl ich 4-4 mache. War eigentlich gar nicht so verkehrt. Egal. So, es läuft aber. Aber ich finde die Map gar nicht mal so verkehrt. Wie gesagt, es ist immer schwierig, wenn man das erste Mal eine neue Map spielt. Wie gesagt, ich habe bis dato die echt noch nie gehabt. Kam immer bisher noch nicht dazu. Da wurde direkt einer markiert, das ist gut. Oh, da drüben ist irgendwer da drauf gegangen. Na komm, komm. Komm her. Trau dich rein. Traut sich nicht rein, ne? Oh, verdammt. Nicht der Dings drin. Nicht der König. Ich sag jetzt mal König. Müssen wir mal rumlaufen. Das wäre echt blöd, wenn der jetzt den direkt in die Arme rennt. So, passen wir das mal mit dem Nebelchen. Hat er mich mitbekommen oder nicht? Nee. Oh, hat er nicht? Der da hinten dürfte jetzt auch mitbekommen haben. Ah, mit der Schrudi ist natürlich jetzt blöd. Ah, jetzt ist er blöd. So. Wo war er da? Hat er ganz schön Bumm gemacht. Sind da alle, laufen alle gerade gute Informationen. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. So, blöde Kuh. Ach scheiße, ich habe keine Granate mehr. Hey, den wollte ich haben. Frechheit, ich brauche Punkte. Nein, Leute. Pass auf, dass der nicht stirbt. Das gefällt mir nicht, dass der hier so komisch rumrennt. Mann, das könnte eine extrem lange Runde werden. Achso, hat er schon, dankeschön. Aber ich bin bis jetzt noch nicht gestorben. Das kann ja auch ein gutes Zeichen ausnahmsweise mal sein. Ist ja für die YouTuber meine Wohltat, dass ich mal nicht ganz so oft sterbe. Scheiße, ich habe vergessen nachzuladen. Jetzt werde ich sterben. Ach nee, keine Muni mehr. Ach, na schön, danke. Oh, jetzt läuft's. Der König von denen ist tot. Na super. Leute, lasst mich nicht alleine ohne Schrudi. Brauch Muni. Da liegt Muni, oder? Danke. Nicht viel, aber so ein bisschen. Jo, der ist Matsch. Matsch. Einer noch. Kopfgeld haben wir auch abgeschlossen. Da läuft doch. Schön. Wo hat er sich versteckt? Aha, sehr schön da hinten. Lasst mir was übrig. Och nein, schade. Gut, damit haben wir es. 3 Runden, damit sollte das der Modus jetzt eigentlich hier abgehakt sein. Und wir kommen wieder in die nächste Auswahl rein. Mensch, das läuft heute echt gut.
Ach komm, so schlecht war ich nicht. 7 Kills, 6 Abschüsse, vollkommen in Ordnung. Oh, was war denn da drüben los? Sind noch welche rausgegangen, ne? So, Dinner, Stillstand, Relikt, schade. Dann lieber hier Relikt, würde ich sagen. Ich glaube, die hatte ich auch noch nicht gehabt, oder? Oder einmal. Und dann König des Hügels als Modus. Ich hoffe ja, dass wir noch eine Map bekommen heute aus dem neuen Update, aus dem April-Update. Wäre schon ziemlich nice. So, jetzt müssen wir mal gucken. Versus, 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 versus. Ach so, warte mal, Team Deathmatch. Na, ich glaube, bis ich, ja, war ja klar. Doni schaffst wieder nicht im Zeitraum, sich für eine Karte zu entscheiden. Wie immer. Oh, jede Mannschaft hat 2 Computer. Oh, ich bin in der Mitte. Das noch erleben darf. So, wohin? Geradeaus. Na dann los. Komm, Jungs. Komm, 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 komm. Go, 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 go. Direkt ran hier. Einfach mal blind reinschießen. Das ist auf jeden Fall Matsch. So, und jetzt können wir eigentlich da ran. Jawohl. Jetzt klappt das ganz gut. Der ist tot. Von hinten. Sehr schön. Gut, 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 gut. Das gefällt mir hier unten eigentlich nicht ganz so. Der ist down. Der hebt wieder hoch. So, der ist auf Matsch. Feier. Halt alles gut. Das war wieder bloß ein Roboter. Also den Punkt haben wir hier definitiv sehr gut. Kommen wir direkt zum nächsten rüber. Der ist zum Glück nicht ganz so weit weg. Da hinten, ne? War da jemand? Oh, fuck. Ja, wenn man natürlich in die Ferne guckt und direkt vor einem ist jemand. Blöd gelaufen, Toni. Blöd gelaufen. Jetzt aber rottig, rottig. Sputen. So, Punkt ist wieder unser. Ja, schön. Verdammt. Ja, dafür kriege ich nicht viele Punkte. Für das bisschen anhätten. Arsch. Wolltest du mich wegballern? Spinnst wohl. Drüben stehen sie alle in Reihe und Glied. Herrlich. Herrlich. Das ist wie Mohun schießen hier, ey. Verdammt, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ah, was war das jetzt? Ah, konnte ich nicht mehr schießen, weil diese schöne Rauchexplosion war. Ist er weg oder lebt er noch? Ein bisschen Fleisch ist mir entgegengesprungen. Oh, nehmen wir mal die Waffe, kommt. So, da drüben ist das nächste. Vielleicht schon mal direkt irgendwie gut platzieren. Hier so auf dem Boden. Das wäre doch was. Keiner sieht mich. Oh, warte mal, da stirbt hier ist jemand. Kommt da jemand oder kommt da keiner? Da sind Gegner. Ah. Punkte schon eingenommen von uns, das ist ganz gut. Markieren. Bisschen markieren die Gegner. Immer wichtig, immer gut. Was, das war schon? Nee, ich dachte schon. Doch, das war es echt schon. Na gut.
War ja ein langes Vergnügen mit der Waffe. Kann ich hier ein bisschen im Kreis tanzen. Da kommt jemand. Ach, der ist schon weg. Und der nächste? Vielleicht rennt er mir in die Arme. Ey! Ach, immer wenn ich mal was sehe. Ah! Ah! Das habe ich nicht aufgepasst. Na? Na? Bei 78 Punkten machen wir Stopp, ja? Schade eigentlich. So, jetzt ran an den Punkt. Wo ist er denn hin? So. Pointblase. Wenn dann richtig, ne? Super. Lief gut. So, wir sind bei 20 Minuten Aufnahme. Kommt, eins geht noch. Eins geht noch, wir wollen ja noch hoffen, dass da was passiert. Eroberung 0? Echt? Stand doch aber auch mit am Anfang immer mit drin. Das ist aber komisch. Kriegsgebiet. Ich habe Kriegsgebiet noch nicht gespielt. Was wählen denn so die Leute? König des Hügels auf Aufzug. Okay, na dann brauche ich auch Kriegsgebiet nicht machen. Gut. Ich hätte gern Dodgeball noch ein bisschen gespielt, aber hey, vielleicht kriegt man sogar noch einen Rang nach oben. Das sieht zumindest ganz gut aus. Also das würde passen. Oh. Dann... Verdammt, verdammt, verdammt. Was ist Dodgeball? Das ist Hinrichtung. Ach Mann. Ich weiß immer nicht, was ich wählen soll. Ich müsste mich vorher mal schlau machen mit den Karten. Zwischen Tür und Angel ist immer blöd. Was denn? 3 versus 3 oder was? Ach du Scheiße. Jetzt hatte ich 2 gute Runden gehabt. Ich glaube, die dritte Runde wird dann mies. Eine vierte Runde würde ich dann eventuell nur machen. Mit der Promisse. Dass einer der neuen Maps dabei ist. Und wir warten und wir warten und wir warten. Na, passiert jetzt noch was oder nicht? Ich gebe dir den ganzen Mal noch 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1, gut. Dann gehen wir lieber raus und suchen nochmal eine neu. Das ist mir dann zu blöd. So, versus. Dann machen wir es mal schnelles Spiel. Ach, wäre das schön. Jetzt eine neue Map noch. Wäre das cool. Aber ich kenne mein Glück. Ich weiß ja nicht. Habt ihr schon das Vergnügen gehabt, die neuen Maps zu zocken? Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben oder die Live-Zuschauer in den Chat. Je nachdem. So. Mögliche Gegner werden gesucht, ja. Was los? Machen jetzt alle gerade ein Update oder was? Was ist denn bei Anpassen jetzt neu? Achso. Ja gut, ja, hatten wir ja das, was wir. Für die bräuchte ich auch mal was Geileres, oder? Die ist irgendwie so. Irgendwie noch nichts Gelbes vom Ei. Aha. 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 Wunderschön. Wunderschön. Aber meine Sniper, wesen meine Sniper, die haben meine letzte Folge gewesen, jetzt auch so wunderschön mit dem Rauch gemacht. Ich finde, das sieht schon ganz cool aus. So. Ja, das flüssige Chrom, ja, das ist in Ordnung. War am Anfang zumindest in Ordnung, jetzt gibt es natürlich schon ein bisschen was Geileres. Aber warte mal, hier. Für den Arkanbogen könnte ich sogar das auswählen. Na dann bitte. Das ist doch was. Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Bisschen bling bling. Das läuft. Spielerauswahl wird erweitert. Na dann mach mal. Mach mal hin. Ich gebe dir noch die Chance, hier was zu finden. Aha, jetzt hat er was gefunden. Na geht doch. Gut, Leute, dann mit der Suche wird das jetzt hier aber die letzte Runde sein. Es sei denn, wir kommen, laden jetzt wirklich wieder in so ein offenes Match, was kurz vor Ende ist.
Aber ansonsten sind wir ja schon wieder bei 25 Minuten. Das wird sonst immer zu lang für YouTube, weil ich ja jedes Mal 50 Minuten mache. Mann, die Zeit habt ihr doch gar nicht dazu gucken. Das weiß ich doch. Oh. Ja, Kriegsgebiet auf Relikt. Kriegsgebiet, schön. Hatte ich nicht vorhin schon gesagt, Kriegsgebiet habt. Was kann denn der Modus? Was muss. Wäre schön, wenn das hier so eine Erklärung steht. So, da ist der Arkon-Buch, da ist das. So, da dran denken. Jetzt ist noch verschwommen, die Sicht. Das schaltet sich aber gleich scharf. So, Kriegsgebiet ist jetzt einfach nur, jeder hat noch ein Leben. Gehe ich davon jetzt richtig aus, wenn ich die Symbolik jetzt richtig erkenne? So, jetzt ist scharf. Ah, hat das schön versucht, über die Bande zu machen. Ja, das war nett. Das war durchaus nett gewesen. Na? Ah, schön, bleibt einfach hocken und schießt mit der Schrodi aus der Deckung. Warum nicht? Kann man machen. Aha, jetzt können wir hier mal die Punkte uns angucken. So, und jetzt ist nur noch 1 versus 1. Jetzt bin ich gespannt. Oh, wer verrät sich? Oh, das hätte ich nett gemacht, ne? Bereit zum Schuss. Jetzt. Oh. Holy shit. Ah, jetzt wird er natürlich noch verhöhnt, ne? Fehlfunktion. Was denn jetzt? Alle Systeme offline. Wie bringen wir das zu Ende? Ach. Oh, weia. What the fuck, wo sind wir denn reingeraten? 5 versus 1. 5, ja, also 5 gegen 5 Punkte und 1 Punkt. So. Heide Witzka. Sag jetzt bitte nicht, wir sind unten auf der, die nur 1 Punkt gemacht haben. Bitte sag mir das nicht. Achso, okay, der Modus ist vorbei. Gut. Puh, das wäre es jetzt gewesen. Ja. Dann machen wir Aufzug. Das wollten wir ja sowieso vorhin gerade noch machen. Aber anscheinend, es wird wieder Dinner. Also ihr seht heute, wir landen heute instinktiv immer wieder beim Dinner. Dinner for One, nenne ich das Ganze einfach. So. Ja, das ist doch nicht schlecht. Das ist doch ein guter Titel. Passt ja für Bodhi. Manchmal muss man einfach kreativ sein, sage ich immer. So ein bisschen. Ganz klein wenig. Solange ich nicht der König bin, ist mir das eigentlich immer total Latte. Aber als König bin ich, glaube ich, habe ich, glaube ich, eine total schlechte Rolle. Da will sich immer nicht. Soll ich mich verstecken? Soll ich nach vorne gehen? Soll ich ein paar Kills machen? Keine Kills machen? Macht man eigentlich mehr Punkte, wenn man König ist? Also für einen normalen Kill? Weiß das jemand? Kann mir auch mal bitte jemand runterschreiben. Scheiße, ich bin's Tatsache. Ich seh's doch an meiner Waffe. Okay. Musste ja so kommen, wie es kommt. Start klar. Am besten, ich verschanze mich so ein bisschen. Solange die nicht hinten rumlaufen. Okay, da ist jemand gestorben. Den haben wir markiert. Das war sogar der König, den ich da markiert habe. Tja, was mache ich jetzt als König? Soll ich ein bisschen weiter vorgehen oder nicht? Dann kriege ich auch so wenig Punkte, ne? Wenn ich jetzt nichts mache. Soll ich dich erschießen? Ja, ist ja gut. Ich habe ein bisschen Angst gehabt. Tut mir ja leid. Glaub mir, das hast du verdient. Ja, hier kann ich nichts markieren. Wenn ich so ein bisschen markieren, kann man ja immer machen, aber... Ah, bleibt mal in der Deckung. So, seht ihr? Dann gibt es wenigstens 30 Punkte, wenn ich die schön markiere. Feindlicher Anführer ist tot, sehr schön. Das heißt, jetzt könnte ich ja rein theoretisch mich auch rausbauen. Von wo? So. Ganz böse. Einer noch. Okay, sehr schön. Huch.
Gut, habe ich jetzt meine Rolle als König mal gut wahrgenommen. Zwar leider wenig Punkte, aber hey, scheiß drauf. Ach doch, ich bin dann trotzdem dritter Platz. Ach doch, der hat die Punkte wirklich doppelt gezählt oder so, ne? Ah! Alles klar! Sehr schön. Na los, ihr wisst, wie die Sache läuft! So, ich würde auf jeden Fall wieder so ein bisschen über die Außenseiten gehen. Ich mag die Dinner-Map. Sie sieht schön aus. Hat so ein bisschen Charme, ne? Mein Ziel anvisiert! Die Pflanzen so ein bisschen verstecken. Ausräuchern! Er will hier rum, habt ihr das gesehen? Na, wo ist er? Meine. Ich höre noch Grunzen. Da läuft er. Jetzt schießen ist blöd. Jetzt, passt auf, passt auf, passt auf, passt auf, passt auf. Ach! Leute! Geht doch nicht mein Spaß weg. Jetzt wird's erst richtig witzig. Mein Ziel anvisiert! Nein, Achtung, scheiß nachladen. Der ist auch Matsch, ne? Falsches Ziel. So, den haben wir markiert. Schreit er denn da mich an? Falsches Ziel. Ach, da kann ich nicht drüber laufen. Schade. Oh, das war schon, ne? Oh Gott. Hat ja auch nicht viel mitgeholfen. Ich weiß mehr wie so ein Kameramann, der das ganze Spielgeschehen einfach nur aufnimmt. Ja, guck mal, 0 Kills, 0 Abschüsse. Ja gut, ein paar Punkte fürs Anhitten, aber... naja. Komm. Solange ich nicht draufgehe und dadurch negativ für mein Team bin, ist doch nur in Ordnung. Alles gut. Vielleicht jetzt mal ein bisschen durch die Mitte, vielleicht mal jetzt ein bisschen mehr auf Action gehen. Vielleicht sollten wir das mal machen. Jetzt denken die nämlich, dass das unter Beschuss steht. So. Habt ihr das gesehen? Da kommt einer rum. So läuft der König hier so weit rum. Scheiße. Leute, helft mir mal hoch. Hallo. Kann mir jemand helfen? Gut, oder nicht? Hat der König jetzt aber Schwein gehabt, ne? Hinter ihnen die ganze Zeit. Der Typ rumgerannt, boah, Respawn 15 Sekunden, ein bisschen heftig, ja. Sieh mal, wie selten ich hier in dem Modus sterbe, hä? Wenn ich mich schon über den Respawn hier wundere. Mann. Kann man ja auch mal positiv hervorheben, ja. Ich bin ein Überlebenskünstler. Ach so, Quatsch, oh, erschreck mich nicht so. Ach, du schon wieder mit deinen Augen. Helf den hoch, helf den hoch. Ich hab die Schrotflinte nicht gekriegt. Warum auch immer. Ich hab gerade auf Steuerkreuz wie wild drauf gehämmert, aber irgendwie wollte es nicht. Aber ich glaube, weil ich instinktiv doch die Schießtaste ab und zu gedrückt habe. Hust, hust. Egal. Das haben wir jetzt einfach mal übersehen. Bist du? Alles klar. Ich könnte mal markieren, Leute. Das wäre echt cool. Machen ganz wenige. Ich glaube, das sage ich in jeder Aufnahme. Dass leider ganz wenige die Markierung nutzen. Schade. Sehr, sehr schade. Gut, ja, in der Runde haben wir jetzt nicht wirklich viel mitgemacht, ne? Also, muss ich jetzt ehrlich anerkennen, das war, ja. Aber warte mal. Ich hatte vorhin aber definitiv einen Abschuss drin gehabt. Warum hat denn der den nicht als Abschuss gezählt? So, auch keine neue Dings, aber hier wäre Damm mit Dodgeball auch wie gemein. Ne, Leute, aber kommt, wir haben jetzt zu viel. Wir sind jetzt wieder bei 35 Minuten. Leute, wir gucken einfach mal, April-Update, jojojo. Aber noch leider keine neue Map heute gehabt. Schauen wir einfach mal beim nächsten Mal. Für die Live-Zuschauer quasi, Dankeschön fürs Reinschalten. Für die YouTuber, Dankeschön für Like, Abos und Käsekuchen. Und wie immer eure netten und lieben Kommentare. Freue mich jedes Mal drüber. Also haut rein, euer Sonnegy. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch. Bis dahin. Tschüss.